Guten Morgen, mein Name ist Rudi Theis. Der uns von der Botschaft bringt, ist Norman Theis. Der Chor ist der Bereitschaftschor, der uns von der Leiter singen will. Liebe Mom oder Mama, Oma und Uroma, von Frieda mit Vincent und Jenny, Caroline und Walter mit Familie, Adina und Alvin mit Familie, Regina und Adolf mit Familie, Elvira und Florian mit Familie. Das hat dem Herrn Jesus gefallen, jene Mutter und Oma von dir zu nehmen. Ich möchte jemand mit dem Wut, mit 1. Petrus 3 in Feier, reißen. Du sagst, dass eine lebende Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Lobt Gott, unseren Herrn Jesus Christus, sein Vater, weil sein Mitleide wie so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt. Und zu einem Aufgott, das nicht verkommen, vergohne oder verwalten kann, das für uns im Himmel bewahrt wird. Ich möchte das wiederholen, das geht hier um ein Aufgott, wo ihre Oma und Mama, wo der ist, also das geht um ein Aufgott, was wir alle möchten erreichen, das wird nicht verkämmt, und wird nicht verjährt, und wird nicht verwalten. Wir wünschen, dass ihre Oma, jene Mama, dass er kann, hier wie das aufgeht, seine. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen wunderschönen Maria, den du uns schenkst. Wir danken dir für deine tröstende Wirt, die du in deinem Wort uns in Jalota hast. Und wir wollen von dir beten für Tjenja und Gretchenja, die ihre Mutter und Oma aufgeben und aufgegeben haben. Sie mit end, du bist der, was wirklich treuste kann, du musst ihn treuste. Und uns Wunsch und Gebet ist, dass du uns alle sehen musst, dass ich das Aufscheid nehme. Wir beten für ihn, dass du ihn, der Rechte treust wird, schenken musst. Alles in die Nummer mit Danksagung. Amen. Wir wollen einmal dem Chor, der Jelen hätte, bei uns ein Leid zu singen, welch ein Freund ist unser Jesus.
wieder Tschenja, Angie hier und auch Verwandte, der Freund von Helena. Von der ersten Tag gekommen, wo wir Mathe von Helena Aufschied nehmen. Ihr Großmutter, Großmutter, Mutter, Freundin für diese Mädchen, der Herr hat bestimmt, er von hier zu holen. 75 Jahre, sogar mit Maya, hat der Herr er gejäft, was soll hier, ob das ihr leben können? Sie darf hier Freiheit, Zufriedenheit erleben. Aber sie muss auch der Schwandere in der schwere Tide gehen. Das wäre für ihr ganz bestimmt auch Tide von Prüfung. Und von der, tja, wie bezeuge, nur ich sage von Angehege, Helena hat diese Prüfung auch bestohlen. Sei wir reut, am Fang hier zu gehen. Gott, der ihr dafür. Sei hat gekämpft und nicht abgejäft. Wann wie von der er ihren Leib, der Leiche hier im Sorg für uns liegen sollen, dann will ich uns all nu im Verrüht all eine Botschaft überbringen, nämlich auch wie ein jeder von uns wird eines der uns von hier gehen. Und jeder von uns wird irgendwann seinen Lauf hier auf dieser Erde vollenden. Und dort liegt an uns, wer wir das Leben hier zu merken. Von der leben wir noch in einer Gnadenszeit. Gott, die Erde fährt, weil wir die Zeit nutzen, um uns reut zu merken für den Tag, wo wir von hier gehen. Ab zwei Helena auch der schwere Tide gehen muss, sie muss schwere Dinge bewältigen auf dieser Erde, hält sie fast um Glaube. Die Gemeinschaft mit anderen Christen, die wir erwächtig. Sie sagt immer wieder auch diese Gemeinschaft, dass sie können mit anderen Christen töp kommen, sei dort in der Gemeinde oder ganz bestimmt in andere Gruppe. Aber auch persönlich sagt sie diesen Kontakt zu Gott, indem sie für sich selbst Leider sung und auch viel Zeit im Gebet und mit Bibellese verbracht. Und bestimmt hat sie auch so manche Bibeltexte selbst auch gelesen, die ich auch von der noch zitieren will. Und auch ein Lied, was der Choral gesungen hat, wie ein von ihren Lieblingsleuten. Auch dort Lied hat sie immer wieder gesungen für sich. Wie so eine Person wie, der euer Verschlote wie, der nicht so sehr viel von sich selbst freijäuft, haftet er bestimmt auch in so manche Angelegenheiten hätte, mit gehemmt, Kontakte sich, oder einfach auch diese aktive Gemeinschaft haben mit Menschen. Aber ich würde mir auch wert sagen, bestimmt hat er dort auch für so manche auch bewahrt. Ich will uns, wo Trost wird, in der Bibel mitgeben. Und ich will uns die Sache aus dem Leben von Paulus erwähnen. In diesem Wort habe ich lehre, einmal für uns selbst, und aber auch vielleicht gewisse Parallelen zum Leben in der Scheiden von Helena Tratje. In 2. Timotheus, der Schrift Paulus als ein Apostel Jesu Christi an diesem Timotheus, um ihm zu ermöglichen
am am te sehne, ook am am ware wieder te bilde, en ook für dem Dienst fährt te bereude, dem heu du in der Gemeinde und der Menschen und der Gläubigen dörne soll. Aber nicht bloß dort, sondern Paulus schrift in diesem Brief auch viel von sich selbst. Er redet auch von sich selbst. Er redet mit über seine Gefäule. Er erwähnt die schwere Tide, in der er leben wird. Und auch ein bisschen was am Befehl steht. So heißt, du sei ehrlich. Und dort schien so, Paulus, der will hier Aufscheid nehmen von Timotheus. Und ich lese uns die Vers, 2. Timotheus, Kapitel 4. Der Vers saß mit Nähen. Da sagt er so, ich würde auf Juchditsch lesen. Und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus sagt hier dort, was wir uns vielleicht alle für uns in unserem eigenen Leben wünschen. Einmal sagt er, ich habe gekämpft. Wie ich habe für alle. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Und wie wurde das irgendwann? Paulus sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Er hat im Glauben gehalten. Das will ich wie. Und Paulus sagt, insofern wollte ich einen Siegeskranz, eine Krone mit Blumen, kann ich sagen, wollte ich kriegen, weil ich bestohlen habe, hier auf der Erde, weil ich Glaube behalten habe. Und du, Herr, wer immer uns leben, auch ob das ihr verraten wird und wer dort aufschlüttet wird, wichtig ist für uns diese Botschaft: Ich habe Glaube gehalten. Ich habe dem Glaube nicht weiche Schmerzen und ob einer Füße losgegangen. Auch Helena hat Glaube gehalten. Sei haft gekämpft, sei haft geglaubt, sei haft gesiegt. Wieder schrift Paulus am Schluss vom 2. Timotheusbrief, wird ab, wo er sich über auch die Führung Gottes widmet, in sich zu der Erlösung freiet. Wo er wirklich auch Gott ihr in Dank und ihr ihm bringt. Der Vers 17 und 18, der will ich uns lesen und dort aber auch ganz spezifisch aus Trost wird. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Helena uns heute auch keinen langen aufgeschriebenen Brief hinterlassen hat. Vielleicht hat sie hier und da irgendwo Worte hinterlassen.
Karten, die ihr wichtig waren oder was immer auch. Sie hat aber durch ihr Leben einen Brief geschrieben. Und auch mit ihrem Leben, den wir heute lesen dürfen und sollten. Nachdenken, was ist passiert im Leben? Warum war sie so? Und Gott danken dafür, dass sie heute gerettet ist. Sie hat gekämpft, sie hat Glauben gehalten. Der Herr stärkte ihr und der Herr hat sie erlöst. Ich will mit dem letzten Vers aus diesem Brief, 2. Timotheus, Vers 22, Kapitel 4, Vers 22, schließen. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch allen. Lasst uns beten. Großer Gott im Himmel, wir danken dir dafür, dass du allmächtig bist, dass du gnädig bist, dass du ein Gott bist, der uns Leben in seine Hand hält. Ich danke dir dafür, dass du Leib hast, dass du Gnade hast und dass du auch Helena an der Hand der im Leben geführt hast. Und Herr, du musst die hingebliebene Sehne entreuste und beschütze und storte, damit sie auch von Helena keine Aufkette, damit sie keine eher an gute Erinnerung hülle. Herr, die sei Lob in ihr für alles, was du däst, und wir malen uns alle die anbefehlen. Amen. Dankeschön, Norman. Das Lebensverzeichnis wurde gelesen von Regina de Harder. Bitte schön. Lebensverzeichnis von Helena Klippenstein. Mom würde ihre Eltern Abram und Margareta Bergen am 3. August 1946 als dritte von 9 Kindern in Loma Plata geboren. Am 2. Juni 1968 wurde sie auf ihren Glauben an Jesus Christus in Bolivien getauft. Am 13. Juli 1971 heirateten Mom und Dad in Bolivien, ihnen wurden 5 Töchter geboren. 1982 zogen sie nach Kanada, wo sie fast 9 Jahre wohnten. Im Jahre 1991 zogen sie mit 4 Töchtern nach Paraguay. Eine Tochter blieb mit ihrem Sohn in Kanada, wo sie 1995 durch einen Verkehrsunfall tödlich verunglückte, woraufhin Dad ihren Sohn Vincent nach Paraguay holte. Hinzugekommen sind 4 Schwiegersöhne und 16 Enkelkinder, wovon 1 starb. Im Oktober 2015 verunglückte sie und hat sich von den Verletzungen nie ganz erholt. Da sie immer schwächer wurde, zog sie Anfangs Jahr ins Pflegeheim, wo sie gut versorgt wurden. Dafür sind wir dem Pflegepersonal sehr dankbar. Letzten Donnerstag wurde sie ins Hospital interniert, wo sie Freitag um 19 Uhr verstarb und von ihren Leiden erlöst wurde. Wir sind dem Krankenhauspersonal sehr dankbar für die gute Versorgung. Im Tode vorangegangen sind ihr Ehemann, 2 Töchter, 1 Enkelsohn sowie eine Schwester, 3 Brüder, 4 Schwager und 2 Schwägerinnen. Weil Mom viel alleine war,
hat sie viel gesungen und in der Bibel gelesen. Mom war eine sehr tapfere und arbeitsame Frau. Sie war eine liebevolle Mutter. Sie hinterlässt ihre Kinder Adina und Alvin Theus, Regina und Adolf Harder, Elvira und Florian Funk und ihre Enkelkinder Vincent mit Jenny, Betty, Patrick und Brady, Daniel mit Perla und Rylan, Manuela, Raphael, Jennifer, Maggie, Stefanie, Tamara und Janina, Janik, Corina und Heiko. Dankeschön. Dankeschön, Regina. Ja, wie wieder gönne, dann gebe dem Chor, der allein hat, ein Lied zu singen, Gott ist die Liebe. Dankeschön. Wir wollen eben noch frie Beiträge, wenn irgendjemand du hast, den frien Beitrag haft, bitte schön. Wenn nicht, dann, weil wir uns Versammlung haben, ein Leid singen, und nur diesem Leid, weil wir den Teil hier in der Church dann aufschlitten. Schlue der Leute ab, nochmal feiern, das war ja da artig. Nummer 432. Näher, mein Gott, zu dir. Ich singe die erste drei Strophen.
Dankeschön. Wir werden in Evagun der Leichenschau. Ich werde einmal der Leiche durch an Janem so nahe Stallort. Leichenträger. Dankeschön. Wir geben dem Chor den ersten der Jelen hat Rüttegone, dann fangen wir von der rechten Seite von mir dort an und gehen Rütt und die Familie bleibt dann bei Talats. Bitte schön.
Weil er wie Helena der Klippenstein, der Eid über Jewe, möchte ich einen Psalm lesen, Psalm 23, da sage ich dort, der Herr ist mein Hort, mir wird dort an nichts fehlen. Er bringt mich auf die reine Welt und lässt mich wie frisches Wasser reiben. Er gibt meine Seele neue Kraft. Er lädt mich auf gerechte Weg, um seinen Namen sind halber. Und wenn ich auch durch ein düstere Tal gehe, fährst ich kein Einleid, willst du best bei mir. Dein Stock und deine Stadt sind mein Trost. Du möchtest für mich einen Dach reiten, so dass meine Feind dort seine. Du jetzt mein Eil auf dem Kopf, mein Kuffelrand Eva. Sicher wird deine Trüheit geleib, mit mir seine, solange als ich lebe, und ich war in dem Herrn sein Haus bliebe für immer. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, nochmal komm wir nach dir und wir sagen dir Dank für diese Gelegenheit, die du uns schenkst, dass wir dürfen ab diesem Ort Aufscheid nehmen. Ja, wir nehmen Aufscheid von Helena, Tjenja und Greut Tjenja. Du musst mit uns sein, du musst in der Treuste der Wirt schenken. Und uns Wunsch und Gebet ist, dass diese Botschaft, diese letzte Botschaft, die Helena uns von dir bringt, dass er uns macht, dort klar machen, dass wir auf diese Erde bloß vorbeigehen. Herr Jesus, sehen und laut ernt auch ein Sehen seiner für wieder. Leid und begleit uns wieder bei diesem Akt. In deinem Namen mit Danksagung. Amen. Bitte schön.
Sehr dankeschön, Jungs, für den Dienst. Ich hatte zu verstehen, dass es ein freiwilliger Dienst. Sehr dankeschön dafür, dass ihr auf diesem Ort jenen Dienst dönen und möcht Gott jenen auch sehen dafür. Wir wollen das hier aufschlüten und ich will dann nur diesem Gebet, möcht ich dann die Familie noch einmal trainieren, die Church einladen, da wollen wir dann endgültig aufschlüten. Herr Jesus Christus, dankeschön für die Gelegenheit, die du uns schenkst, hier zu sein, mit den Liedern und mit dieser Familie zu sein. Und wir wollen, dass du der bist, der uns tröstet, der in Wahl und Wort, und dafür danken wir dir. Wir beten auch für die Kinder in Kanada, die nicht dabei sind, aber die das wahrscheinlich miterleben. Uns Wunsch und Gebet ist, dass du mit ihnen sein musst, diesen Aufschritt. Und musst du einfach als Familie alle sehen. Amen.